Früher waren die Sommer staubig und die Winter eisig, glaub ich, Herbst und Frühling teils davor und teils dahinter. Heute gehen die Tendenzen mehr zu regnerischen. Dieses wurde entstand also auf der neu entstandenen Ballettschule Leipzig, und zwar für etwas ältere behinderte Tänzer hier, die an den Theater waren, die keine Qualifikation hatten. Die haben eine Kurzausbildung gehabt. Statt 5 Jahre Studium haben die 3 Jahre studiert in Leipzig. Und diese Schule, als ich aufgemacht habe, da bin ich zugereist. Ich habe im Westen einen Groschen auf die Schiene gelegt und bin nach dem Osten gerutscht und habe hier 3 Jahre studiert. Hier. Gut. Und das ist das 2. Studienjahr jetzt hier. Und dieses Foto war auch auf der Fotoausstellung in Brüssel. Es war ein Bestseller. Alles, alles nur nicht einander. Nichts mehr, wie es damals war. Selbst der Oleander blüht schon im Januar. Alles, alles durcheinander, aber wie im Wetterhaus. Nur als Salamander hält man dieses Wetter aus. Jetzt geht's los. Also ich... Bitte, ja. Also hier Kamera, sitzen, Kamera läuft. Die Kamera läuft jetzt. Ja. Mein Wolfi, pass auf, ich habe mir das so gedacht, dass wir sagen, hier sitzen zwei alte Leute, die sich vor über 50 Jahren begegneten, dann auch sich versprachen, den Lebensweg miteinander gehen zu wollen. Das haben wir nicht ganz so geschafft. Gut, das ging anderen Menschen genauso, aber wir haben uns in diesen 50 Jahren nie verloren. Und das muss uns erstmal einer nachmachen. Ach so, ja. Was also ganz furchtbar war, wir wollten wirklich diesen 50. Hochzeitstag feiern, und zwar mit Glanz und Gloria, wo wir uns auch damals vor 50 Jahren... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ohne Corona feiern. Ja, wir, natürlich. Aber Corona hat uns dann natürlich den Strich durch die Rechnung gemacht. Verhindert. Und so, ja, und so durften wir nicht mal auf den Fernsehturm, auf unseren Telespargel. Und dann nochmal, Mutter, ich zeig dir an Alex, Mutter, ich zeig dir Berlin, und du wirst sehen, in Runde dreht sich um uns Berlin. Zweimal around. Ja, zweimal around. Wolfi, weißt du, was ich so dachte? Ich dachte, weil du bist ja wirklich ein Weltenbummler oder ein Wanderer zwischen den Welten, in den Welten geworden in deinen fast 85 Lebensjahren. Aus dem schönen Schwabenlande kommen, wo du deine Jugendzeit verbracht hast. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Man hat mir gesagt hier im Osten, ich hätte im Westen einen Groschen auf die Schiene gelegt und wäre nach dem Osten gerutscht. Siehst du? Und hätte um Asyl gebeten. Ach, aber... Aber du hast wahrscheinlich einen Grund, wenn dem so wäre, dann hättest du einen Grund gehabt. Denn ich weiß, deine Jugend hat ja ein bisschen in diesem wunderbaren Schwabenlande, natürlich unter den gesellschaftlichen Bedingungen, die wir so gelernt haben, hatte ja so Höhe und Höhen und Tiefen, die dich dann letztendlich wirklich veranlasst haben, den Groschen auf die Schiene zu legen. Richtig.